Dann machen wir jetzt erstmal einen Pulli. Und jetzt in München Lochhausen, wie passend für uns zwei Schwule. Damit fing Anfang des Jahres alles an. Mein Castingaufruf wurde erhört und Eni holte mich zur finalen Castingentscheidung. Wir gucken gerne zusammen Serien und zelebrieren entweder den Einspann oder was da halt eben gerade für uns typisch ist. Und dann haben wir gesagt, das muss sie irgendwann mal auch zu mir sagen. Auf die Plätzchen, fertig, fuck! Jetzt will ich ins Zelt, jetzt bin ich heiß. 6 Wochen später klingelte das Telefon. Christoph, ich bin dabei. Und ab heute ist der Rest Geschichte. Denn meine Backfreunde und ich sind jetzt on air. Die ersten lernte ich aber bereits beim Casting kennen. Fiel mir natürlich sofort unser Steven auf. Das ist seine Castingtorte. Donna Doria. Schaut euch diese Blumen an. Die bindet er alle selber. Kommt bestimmt durch seine berufliche Tätigkeit. Und auch diese Castingtorte kreuzte meinem Weg. Sensationelle Fingerfertigkeit. Von unserer Katze kommt aber zuerst Bianca. Aber kommen wir jetzt erstmal zu Backen wie im Zelt. Auf der technischen Prüfung stand heute das Franzbrötchen. Oh, Backe, keine Ahnung, was das ist, dachte ich mir. Aber Dr. Google konnte ich fragen, der demotivierte mich. Heute bin ich höchst motiviert, klappe die zweite für das Franzbrötchen. Und schon werden die Zutaten für den Vorteig zusammengemengt. Das Ganze wird nun schön verrührt und in eine Kugel geformt, kommt in die Frischhaltefolie und dann ab in den Kühlschrank. Als nächstes die Buttermehlen und das Ganze wird dann zu einem Rechteck geformt. Vorsichtig mit warmen Fingern, ebenfalls in die Folie, ab in den Kühlschrank. Vorteig kommt wieder raus. Da packen wir nämlich jetzt noch gleich was oben drauf. Seht ihr hier? Und dann wird das Ganze vermengt und jetzt kommt die Liebe in das Franzbrötchen. Packt die Liebe rein, knetet es durch. Nochmal kurz zum Ruhen in den Kühlschrank. Und jetzt wird es wichtig, aufpassen. Der Teig wird jetzt zu einem Rechteck herangeformt. Dann kommt die Butter da oben rein. Das Ganze wird jetzt bitte komplett verschlossen. Da muss man auch noch ein bisschen so nacharbeiten. Und dann wird das Ganze wieder zu einem Rechteck ausgerollt. Merkt euch den Vorgang, den macht ihr nachher einmal noch alleine. Jetzt wird das geklappt. Einmal von oben und von unten. Und jetzt der wichtige Moment. So habt ihr den Teig. Den packt ihr nachher so rum hin und dann rollt ihr das nochmal aus. Würfelt das nochmal zusammen in der Zeit, wo wir nämlich das hier machen. Und zwar der Butter. Die erhitzen wir und jetzt bildet sich oben sozusagen was ab. Das wird rausgenommen, weil wir wollen nur die reine Butter. Und die sieben wir jetzt auch nochmal durch 2 Kaffeefilter. Seid da vorsichtig, das ist heiß. Und dann seht ihr schon, haben wir nämlich da perfekt für unsere Franzbrötchen was. Jetzt wird der Teig auf 35 x 35 cm ausgerollt. Da auch wieder Liebe benutzen und natürlich auch gerne Zucker mit Zimt vermengen. Die Butter wird drauf gestrichen. Zimt-Zucker gemengt kommt jetzt drauf. Passt auf mit zu viel Zimt. Ihr habt gesehen, was im Fernsehen passiert. Und jetzt wird's heikel. Eieiei, einmal in der Mitte halbieren. Ist noch alles richtig. Aber stopp! An der Stelle kommt nämlich jetzt der Fehlerteufel hinein. Das hätte nämlich einfach, ihr seht, ich bin unsicher, hätte einfach durchgedreht werden müssen. Aber egal, wenn wir dabei sind, dann machen wir da gleich weiter mit dem Fehlerteufel. Hier werden 5 cm gemessen, sollen aber eigentlich 7 sein. Oh. Upsi dupsi. Egal, jetzt packen wir die weg und hier, das ist wieder richtig. Die werden geformt und jetzt kommen die ganzen in den Ofen. Das Eis ist für die Kruste und jetzt gucken wir, was passiert. Tada, hier sind sie, Franzbrötchen à la Laissant. Schöne Blätterung ist zu sehen, sind durchgebacken. Ich kann euch versprechen, sie haben geschmeckt, nicht zu süß. Perfekt einfach, die Franzbrötchen. Kommt aber zuerst Bianca. Die letzte, die ich beim Casting kennenlernen durfte, ist unser österreichischer Import. Und sieht dazu noch besser aus wie unsere Kaiserin von Österreich. Crazy stuff. Da ist ein Uhrwerk eingebaut. Geschwindigkeitsrausch beim Anschnitt. Denn nach 60 Sekunden war der Sekundenzeiger wieder im Weg. Spätestens am Zelt, als meine Backfreunde mit ihren LKW-Ladungen an Backutensilien, Backzubehör ankarten und ich mit meinem Smart und 2 Ikea-Schüsseln, wurde der Gedanke zur Realität.
Was willst du hier? Mit dem Bewusstsein dadurch, nichts verlieren zu können, gibt es jetzt nur noch eine Richtung. Such die Herausforderung. Spreng die Ketten, geh über Grenzen und befrei den Geist. Und nur so losgelöst ist das Unmögliche vielleicht doch noch möglich. Drück die Daumen. Schließen möchte ich die erste Back-Off-Show mit den ersten Eindrücken aus Schloss Herzfelde. Behind the Scenes. Hier kamen wir nämlich gerade an. Wir kommen gerade am Backzelt an. Also zumindest am Schloss, oder? Heute müssen wir noch nicht nervös sein, oder? So, hier werden wir heute schön hoffentlich versorgt. Mal gucken. Vielen Dank für die gute Herfahrt. Und das war sie, die erste Back-Off-Show von Das große Backen. Ich freue mich, wenn ihr euch in den Kommentaren verewigt. Wieso schaust du Das große Backen? Und welches war heute eure Lieblingstorte? Nicht vergessen, Daumen nach oben für alle Backfreunde und dann auch gleich das Abo mitnehmen. Nächsten Sonntag, selbe Stelle, selbe Welle, die zweite Back-Off-Show. Hier bei Laison. Weil das mein Hobby, mein zweites Hobby. Upsi dupsi. Das große Backen geht wieder los. Ab 10. September um 17.45 Uhr in Sat.1.